Tat. Willkommen bei Verona Cast, hier seht ihr die Sicht von Flaming TV Play. Schaut bei ihm vorbei. Willkommen bei Verona Cast, hier ist wieder euer Lukas und heute spielen wieder LS22 Galgenberg zusammen mit dem schönen 1600er im Betrag. Ah. Und Flaming TV Play. Ich wollte gerade sagen, und ich bin nicht da, oder was? Nö. Wow, und komm, fahr ich gegen Baum. Weil deine Aussagen mich wieder mal dermaßen ablenken von meiner schwierig hochkomplexen Arbeit. Nämlich Drill. Ja, der ist schwierig hochkomplex. Ich hab wieder eine metrische Frage. Nein, doch, das ist schon schwierig. nicht im LS. Da müsste das eigentlich einfach sein. Da musst du auf eine Taste, da steht so ein, da ist links so ein Strich und dann ist nach rechts so ein Bogen. Das nennt man D. Wenn du da drauf drückst, dann lenkst du nach rechts. Ach nee. Ah, ey, komm. Ich hab auf dem Spielstand mehr Drescher-Fahrstunden als du. Ja. Vielleicht noch lange, dass du fahren kannst. Können wir uns dann mal bitte ganz kurz über die Politik aufregen? Nein. Weil ich meine, okay. Gott, können wir. Dass sie die CO2-Steuer von 25 Euro pro Tonne oder halt von 30 Euro pro Tonne auf 45 Euro pro Tonne CO2 erhöhen? Nee, ich wollte jetzt mehr was Landwirtschaftliches sagen, denn ich habe es hier gerade nebenbei offen. Ach ja, die Geschichte mit dem Agrardiesel. Genau. 25,49 Cent mehr pro Liter. Weißt du, wie viel Liter auf so einem Bauernhof verbraucht werden im Jahr? Pille. Ich gerade nicht, aber warte mal, ich gucke mal. Also ich glaube, das werden nicht nur 50 sein. Ich glaube, da könnte man anfangen, in Kubikmetern zu rechnen. Nein, ich habe eine PDF runtergeladen, das wollte ich doch jetzt auch nicht. Ich will das doch nicht pro Hektar. Sondern pro Jahr. Also gut, beim Pflügen brauchst du so 15 bis 40 Liter pro Hektar, kommt auf den Boden an und so weiter. Kreisel ich 10, ja, kommt natürlich jetzt drauf an, ob man den alten Bulldog nimmt oder den neuen. Ob man Rauchwolken raushaut, die man dann den Klassenkameraden zeigt oder nicht. So. Betriebsverbrauch, Bauernhof. Ja. Warte mal. Ich suche auch mal schnell raus. So, Vielleicht einmal um die Kurven fahren. Ja, ich hatte die S-Taste noch gedrückt und unter Umständen vergessen. Ich will keine Milchmenge. Das nervt mich hier gerade. Nee, ich such schon. Die Kamera ist quasi auf dich gerichtet. Ah, super. Jetzt fahr bitte weiter. Landwirtschaft. Fahr weiter. Dich betrieben. Oh, ja. So. Durchschnittlich 100 Liter je Hektar, sagt mir gerade Google. Ja, super. Ich kann es mal zeigen. Sieht dann ungefähr so aus, wenn wir hier mal schauen wollen. Heißt 100 Liter je Hektar. Und dann Austria Presse wollen wir nicht. Ein nüchterner Vergleich von Bauer wie die. Ich will keinen Dieselverbrauch von Bio und konventionell. Ja, war kurz. Weil da wird bei Bio mehr sein, weil sie öfter durchfahren müssen. Schätze ich jetzt mal. Geil. Essential One Speicher. Also durchschnittlich
Der Treibstoffverbrauch einer einzelnen Tätigkeit auf Durchschnittsbetrieb liegt bei 5000 Liter pro Jahr. Ja, und wenn wir sagen, der Diesel war kurz, wie teuer ist der Dieselpreis? Dieselpreis. Das heißt, ich kann den normalen Dieselpreis nehmen. Sind wir gerade bei 1,71. So, dann rechnen wir. 1,71 mal wie viel Liter? 5000, aber das kann eigentlich auch nicht sein. Das wird wieder so. Sag 5000 und das kommt hin 5000. Oh, behinderte Kunden. 5.580, Pi mal Daumen. Da kommen wir raus bei bei fast 10.000 Euro, die wir bezahlen, die ein durchschnittlicher Betrieb an Spritkosten hat pro Jahr. Ja, nee, 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 das ist pro Tätigkeit war das. Wahrscheinlich pro Traktor und wenn ich so Also, drei Bulldog haben. ja gut. Das heißt, das Ganze nochmal mal 3 sind wir bei 30.000. Pi mal Daumen. Es ist schon sau viele. Und wenn wir jetzt mal kurz. 30.000 Das ist so Euro. viele. Das ist so viel. 30.000 Liter kann nicht sein. Euro. Agrar. Nee, halt diese. Agrar. Diese Preis. Da, wie teuer wird der Diesel in 23? Da kostet. Ey, komm, aktueller Preis. Oh! Aha. Werbung. Obwohl, das hält sich in den Grenzen. So war kurz Diesel. 1,67. Aha. Ja, okay, gut. Das ist jetzt auch egal. Ich würde sagen, ich mach mal weiter. Also ich rechne da jetzt schon so mit 10.000 Liter. Das heißt 20.000 Euro Spritkosten pro Jahr mit den neuen Preisen. Wenn du So, 1,71 oder 1,74 pro Liter das nimmst. wird mehr sein, schätze ich jetzt dann doch mal. Ja. Und da ist noch nicht, glaube in der Rechnung ist noch nicht die CO2-Preiszulage drin. Das heißt, da kannst du noch mal ein paar Cent draufrechnen. Ja klar, dann wollen sie alle regional. Dann beschweren sich, dass es allzu teuer ist. Ja, das ist halt so. Die Naja, ich wollen ja sag mal auch so. mehr Solar, die klauen damit die ganze landwirtschaftliche Fläche. Sollen sie es auf Dächer, auf Autobahnen, auf Parkplätze oder sonst wo ich baue, wo es keinen stört. Denke ich mir auch so, guck mal nach Berlin, wie viele Dächer die haben. Wenn die ganz Berlin mit Solar zupflastern würden, guck mal, wie viel Megawattstunden die da produzieren würden. Ich doch, wenn ihr Solarfeld, das richte ich schon meine Eltern auf, wenn ich ein Solarfeld sehe, da ich nur Platzverschwendung und Landschaftsverschandlung. Ja. Richtig ausschaut und sah noch dazu. Und was bringt's mir? Ja, nichts. Und dann soll man in Bayern Strom sparen, wenn im Norden Wind geht. Und das stimmt wirklich. Wenn im Norden Wind geht, dann sind da die Windräder aktiv. Dann werden die Kohlekraftwerke ausgeschalten. Und wenn dann in Bayern Strom gebraucht wird, weil der kann ja nicht so weit runter, gehen dann da Ersatzkraftwerke an und dann bleiben die Windräder stehen, weil es sonst zu viel Strom gibt. Okay. Das macht einfach keinen Sinn, oder? Nee, ich sehe da auch gerade nicht durch. Nee, hier ist voll schon. Okay. Dann frage ich mich mal an die Ecke hier. Ich würde denken, Nuller Winkel passt ganz gut. STGS. Null. Ich fahre mal ab. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ich Ja, glaube. genau. Dann brauchst du da, glaube ich, fast genauso viel Ausgleichsfläche, wie du Solar machst, weil du die Fläche ja bebaust.
Und diese Ausgleichsfläche darf nicht landwirtschaftlich genutzt werden. Für neue Siedlungen oder Städte oder sonst irgendwas brauchst du auch Ausgleichsfläche, die nicht landwirtschaftlich genutzt werden darf. Landwirte müssen Flächen stilllegen und dann wollen sie regional und das alles billiger ist. Das ist auch so eine Logik, die kann nur von Grün kommen. Ja, also ich glaube, die anderen Leute aus der Regierung sind da jetzt auch nicht so viel besser. Das stimmt, oder? Man sagt es nur den Grünen immer nach. Ja, was? Das ist halt nur das Klischee. Von den Grünen die Intelligenz. Ja, das kann aber teilweise stimmen. Ich finde es jetzt schade, mein Onkel hat da immer was im Status. Aber der ist jetzt leider schon weg. Da ist jetzt nur noch das mit den 25 Cent. 25,5 Cent pro Liter mehr. Ja, super. Wo das nur hingehen soll, ich weiß es nicht. Ja, da ist auch ein wir Bild, wo... Wir können ja mal die FDP hier markieren, heißt es, antworten Sie mal, Herr Finanzminister. Was ist denn gelb für Partei? Gelb ist FDP. Und rot SPD. Ja, rot ist SPD, blau ist AfD und... Ja, AfD ist besonders, ja. Kann man eigentlich alle komplett vergessen. Aber die ist AfD, auch noch die Linke. Das ist ADES. Die AfD versucht sich da jetzt irgendwie immer mehr mit einzubringen und gegen die jetzige Politik zu reden. Aber dabei haben die nicht gerade Besseres vor. Die sind, den Euro abschaffen ist das Dümmste, was sie unserer deutschen Wirtschaft nur antun können. Also die Wirtschaft machen sie doch eh schon hinüber mit ihrem Verbrennerverbot, was sie planen. Das stimmt auch wieder. Und mit der Landwirtschaft immer schlechter macht. Hallo, Deutschland lebt quasi von der Autoindustrie und von der Landwirtschaft, weil ohne Landwirte gibt es kein Essen. Weil es checken die ganzen Stadtleute nicht. Sie denken wahrscheinlich, das Essen kommt aus dem Supermarkt. Ja, und so weiter. Die Klimakleber, die sind ja genauso schlimm. Ey, müssen wir über die jetzt reden? Nein, habe ich auch keine Lust. Ich weiß nur, falls es die mal bei uns in der Nähe gibt und ich die Möglichkeit auf einen alten Bulldog ab der Rahwolken ausschaut, dann weiß ich damit nicht. Du stellst dich mit dem vorhin und drehst schön auf, wa? Ja. Und dann einmal Vollgas, Zapfellen an, dann haut er schöne Rahwolken aus. Ach, fühl ich. Würde ich auch machen. Würde ich irgendwie oben machen. Oder einen alten Bulldog, der wegen blaue Abgase raushaut, oder ein Unimog, der schön stinkt. Ja, wir haben da ja auch so ein, wir haben noch einen Saugdiesel, so ähnlich wie Unimog, bloß nur noch mal kleiner, haben wir. Ja. Die DDR-Bauweise davon. Ja, das hast du mir schon mal gezeigt. Ja. Und das Ding, wenn du den anmachst, rums kommt da hinten eine Wolke raus. So, das habe ich mir, das denke ich mir jedes Mal beim Rasenmäher. Der hört sich so an wie eine Mischung aus 5 verschiedenen Bulldog, wenn der nicht gescheit läuft. Weil da ist, glaube ich, irgendwas mit der Zündkerzen. Okay. Und das hörst du beim Benziner total. Bei dem einen. Ich hatte ja keine Zündkerzen. Ja, wir haben noch so einen anderen, der da ist schön schwarz manchmal, weil wir manchmal Öl, weil das Ding verbrennt Öl vom Feinsten. Der Rasenmäher. Der Öl verbrennt ist aber normal blau. Ja, ist okay. Ach, komm, ich sehe ihn immer durch. Ich auch nicht. Ja, okay, stimmt. Blau. Stimmt. Dann gibt's. Ja, und der Rasenmäher, das ist der Wahnsinn, was das Ding für Rauchwolken aushaut und wie das vibriert und knallt manchmal. Na, wir fahren ja Rasenträger manchmal bei unserem großen Grundstück, weil 2000 Quadratmeter, hast du jetzt nicht so Bock, mit dem Handrasenmäher rüber zu gurken. Das ist verständlich. Allerdings für ein Balkenmäher ist das Ding dann doch eine Nummer zu klein zu eng. Das ist ein ganzer Haufen, was wir im Garten haben. Ja. Bin ja froh, dass jemand anders den Sportplatz mäht, also nicht den Sportplatz, sondern den Festplatz. Ja. Ach, Fest, wir haben ja auch unsere Festwiese bei uns in der Stadt, Ort, je nachdem, wie man es nennen mag.
Ich weiß gar nicht, ich glaube dafür ist die Stadtverwaltung zuständig. Weil hier. Ja, bei uns der Sport, nein. Hier die. Ach, keine Ahnung. Der Bauhof macht es, genau. Oh fuck, ich hab die Schwatt vergessen. Ist wurscht, braucht man nicht. Ich kann die jetzt bei 5. Braucht man nicht. Fertig. Was wollte ich jetzt nachschauen? Ach nee, ich wollte rechnen. Brauche aber einen Taschenrechner, weil ich schon eine 18.11. Windows S und Rechner. Ich hab einfach Windows R und Enter. Dann passt. Ah, das funktioniert. Windows R? Nee, Enter ist bei mir CMD. Das funktioniert bei mir nicht. Nein, Windows R? Dann gibt er in der Suche halt R ein und dann kommt als erstes Rechner und dann halt einfach Enter. Ach so, Windows, ach so. 0? Ach so, ja, okay, so kann man es auch halt machen. Halt durch. Ja, so, 0, so geht's natürlich 0. Auch, stimmt. Stimmt, da ist ja was, so. Dann komm ich mal zu dir hoch. Und danach werde ich mal den teuren Agrardiesel-Tanken fahren. 0. Mit dem hier. Ja, also sagen wir mal so, bei uns, bei unserem großen Fest kommen so 6 bis 8 Mal so viele Leute wie im Dorf wohnen. Das kannst du schon erfolgreich nennen, glaube ich. Ja. Du sollst doch keinen Stroh hinschmeißen. Zu spät. Ich hab's dir doch gesagt. Ich sammel's ein. Dann viel Spaß, ich hab keine Lust. Ja, ich nehme meine große. Also, und wenn ihr noch mehr über Politik erfahren wollt, was die für einen Schmann machen, dann schreibt es in die Kommentare, bewertet das Video, abonniert den Kanal, schaut bei Fleming TV Play vorbei und tschüss. Tschüss.